Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Battle for Azeroth mit eurem lieben Ulinator. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen YouTube-Folge. Und wir haben im letzten Stream etwas geschafft, nach ungefähr 3 Wochen, worüber ich sehr, sehr happy bin, was viel, viel schneller ging als noch zu Legion-Zeiten. Und zwar diejenigen, die es mitbekommen haben, wir sind 120 geworden. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich endlich ins Endgame von World of Warcraft Battle for Azeroth einsteigen und jede Menge neuer Abenteuer erwarten uns jetzt im Endgame mit 120. Und das werdet ihr alles miterleben. Wir werden zusammen Dungeons machen, wir werden zusammen Raids machen, wir werden die Kriegsfronten spielen, wir werden Weltquests spielen, wir werden vielleicht ein wenig PvP machen, wir werden Inselexpeditionen machen, alles, was man jetzt im Endgame machen kann. Und all das wird jetzt auf euch zukommen. Ihr selber spielt das natürlich auch, aber wir können das jetzt zusammen machen, in den Streams, in den Videos, denn jetzt sind wir 120. Jetzt können wir richtig anfangen. Wir sind jetzt erwachsen, wir sind volljährig, wir können loslegen und es wird nicht mehr das passieren, was im letzten Addon der Fall war, dass ich so unglaublich hinterhergehangen bin. Darüber bin ich am allerglücklichsten, das könnt ihr mir glauben. So, aber bevor wir jetzt irgendwas machen, was neu ist, werden wir eine Sache erledigen, die mir persönlich noch am Herzen liegt. Denn für den Pathfinder-Erfolg müssen wir ja alle Gebiete durchquesten in Battle for Azeroth. Wir müssen alle Quests abschließen, wir müssen die ganzen Handlungsstränge erledigen und wir müssen natürlich alle Gebiete aufdecken. Und wie ihr wisst, wir haben Suldazar im Prinzip durch. Wir haben jetzt hier die Quest, die auf uns wartet, mit Level 120, herzlicher Abschied. Die führt uns im Prinzip ins Endgame. Wir haben die beiden Dungeons hier, die wir spielen können. Das werden wir auch in Zukunft machen. Als nächstes genau das gleiche haben wir in Nazmir, denn auch hier wartet Uldir erstens der Schlachtzug und zweitens der Tiefenpfuhl und auch hier können wir eine Quest abgeben und damit ist auch Nazmir im Prinzip durchgequestet, aber ihr könnt sehen, sowohl Suldazar als auch Nazmir sind im Prinzip fertig gespielt und genau das gleiche möchte ich jetzt noch machen mit Voldun, denn Voldun ist, wie ihr wisst, bisher mein Lieblingsgebiet und das sollten wir auf jeden Fall zusammen durchspielen. Ihr seht, wir haben noch jede Menge zu entdecken, wir haben noch die Karte aufzudecken. Am Mittwoch, diese Folge kommt am Mittwoch raus. Heute Abend gibt es wieder einen Stream. Jeder, der das Video sieht, kann auch im Prinzip heute Abend ab 22 Uhr wieder live dabei sein. Und am Freitag geht es auch weiter um 23 Uhr bis Open End, wahrscheinlich so 3 oder 4 wieder. Und da werden wir auf jeden Fall mit Voldun durch sein. Und dann können wir alles machen, was das Endgame für uns bereithält, Freunde. Aber in dieser Folge werden wir erstmal richtig schön gemütlich die ganzen Quests machen, die in Voldun auf uns warten. Wir können hier die Quest abgeben, die Aschenwindbedrohung. Und wir können diese beiden Quests noch machen. Und ich würde vorschlagen, weil das Gebiet war, was wir im Stream im Prinzip als letztes gesehen haben, als wir 120 geworden sind, gehen wir zurück zum Hafen von Zemlan, bevor wir diese Quest abgeben und machen erstmal diese Geschichte fertig. Denn wenn wir hier, glaube ich, die Quest abgeben, werden wir hier unten in ein neues Gebiet kommen. Vielleicht auch hier, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall im Stream waren wir hier. Deswegen kehren wir jetzt an diesen Ort zurück. Und wir werden jetzt hier weiterspielen, Freunde. So, und wie gesagt, ich bin happy. Wir haben es geschafft, wir sind 120. Und wir haben uns aber auch Zeit gelassen, ja. Manche haben das ja innerhalb von einem Tag geschafft oder innerhalb von 2 Tagen. Ihr kennt das, es gab jede Menge Streamer, die einen 24-Stunden-Stream gemacht haben. Und die es auch tatsächlich geschafft haben, innerhalb dieser 24 Stunden auf Max-Level zu kommen. Das habe ich nicht gemacht, denn ich mache alles ein wenig chilliger und langsamer. Denn ihr wisst ja, ich habe das ganze Add-on Zeit, um euch den kompletten Content von BFA zeigen zu können. Wir sind aber gut auf Kurs, keine Frage. Wir brauchen uns nicht zu verstecken nach 3 Wochen 120. Das ist für einen YouTuber und einen Streamer, der nicht 24 Stunden streamt, wirklich ein gar nicht mal so schlechter Wert. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die mir auf dem
Levelweg bis 120 geholfen haben. Allen voran natürlich Daniel und Alex, aber auch der Tim und jeder andere, der in den Gruppen mit dabei war, in den Fünfergruppen und der mir geholfen hat. So, bevor wir hier drauf gehen, ich glaube, ich werde nämlich da hinten erstmal rüberschwimmen, werde ich erstmal die Akku loswerden. Und hier war der Ort, an dem wir 120 geworden sind. Ein sehr schöner Platz eigentlich, um Max-Level zu erreichen. Und deswegen werden wir hier auch im Grunde weiterspielen. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Wir haben jetzt ungefähr 5 Minuten. Ihr wisst, die YouTube-Folgen, die gehen ungefähr eine halbe Stunde. Ich versuche jetzt wieder 2 Folgen aufzunehmen. Schlage mir ein wenig die Nacht um die Ohren. Wir haben jetzt bereits 11:15 und ihr wisst, für mich ist das Thema Zeit und Schlaf immer das Hauptproblem, wenn es um World of Warcraft und meinen YouTube-Kanal geht. Aber wir wollen den Plan natürlich weiter durchhalten. Das ist absolute Pflicht und deswegen werden wir jetzt diese beiden Folgen trotzdem machen, egal wie spät es ist. Aber ich glaube, es wird auch jetzt mit der Zeit ein wenig ruhiger werden, denn wir sind im Endgame, Freunde. Wir können jetzt jede Menge cooler Sachen machen und wir können auch immer alles weiterentwickeln. Denn es gibt viele Möglichkeiten, wie wir jetzt zusammenspielen können. Angefangen von Instanzen, die wir zusammen machen können, aber auch über Raids. Wir können im Prinzip Community Raids machen und in diesem Zusammenhang möchte ich euch nochmal alle herzlich einladen. Ihr seht, es gibt die Ulinator Community und jeder, der möchte, kann jederzeit in diese Community eintreten. Ihr könnt mir im Stream und am Freitag und am Mittwoch sind ja immer die Streams. Ihr könnt mir dann immer Nachrichten schicken mit eurem Namen, mit eurem Servernamen. Und in dem Moment, wenn ihr zur Horde gehört und online seid, werde ich euch sofort in die Community aufnehmen, wenn ihr das möchtet. Und ihr könnt mir natürlich auch immer eine Freundschaftsanfrage schicken als Zuschauer. Auch das ist überhaupt kein Problem. Ich zeige euch das auch nochmal. Und zwar könnt ihr mir jederzeit eine Freundschaftsanfrage schicken. Moment. An sentairaute2536. Schickt mir einfach eine Anfrage und dann nehme ich sie an. Und dann werden wir wahrscheinlich größer werden jetzt im Endgame, wenn alles gut funktioniert. Und wir können auch zusammen spielen. Wir können auch die ganzen PvP-Geschichten zusammen machen, die Kriegsfronten, alles, worauf ihr Lust habt. Alles, was ihr von mir sehen wollt, Freunde. Und ich bin gespannt, was jetzt kommt. Wir waren auch bisher gar nicht, natürlich in der Beta haben wir es gesehen, aber jetzt im Hauptgame bisher noch nicht. Wir waren noch gar nicht drüben in den Ali-Gebieten. Denn diese Quests, die habe ich mir extra aufgespart für den Moment, wenn ich Maximallevel habe. Auch das werden wir zusammen sehen. Wir werden das ganze Ali-Gebiet miteinander erkunden. Aber bevor das soweit ist, schön langsam alles der Reihe nach, damit man das nicht vor sich her schleppt. Denn nichts ist blöder, als eine Sache unerledigt zu lassen. Und ihr wisst, eine Sache ist auf jeden Fall unerledigt, nämlich, ich weiß nicht, ob das, nein, dieses Boot können wir nicht abfackeln. Eine Sache ist auf jeden Fall unerledigt und zwar Voldun durchleveln und deswegen, bevor es weitergeht, machen wir das zuerst. So, Freunde, so sieht es aus und es ist mitten in der Nacht in der Wüste. Wir kämpfen gegen fiese Skelette und ich werde wahrscheinlich auch noch umskillen, das mache ich aber erst im Stream, wenn der Daniel mit dabei ist und mir Tipps geben kann. Und zwar werde ich vermutlich diesen Jäger von Marksman umskillen auf Beastmaster. Denn aktuell ist es so, der Beastmaster hat mit Abstand am meisten Potenzial, was Damage angeht, in Raids und in Instanzen. Und das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Ich habe zwar bisher fast ausschließlich Marksman gespielt, aber wenn der Beastmaster so offensichtlich überlegen ist, dann werde ich mir den auf jeden Fall angucken und vielleicht
gefällt er mir ja sogar, das kann ja sein. Ich habe mich bisher immer ein wenig dagegen gewehrt, gegen die Vorstellung, dass mein Pad mehr Damage macht als ich und dass nicht ich die erste Geige spiele, sondern mein Pad, mein Begleiter. Aber wenn es eben im Prinzip so ist in diesem Add-on, dass der Beastmaster der King im Damage ist, dann sollte man sich das ansehen. Ja, ja, so ist das, Freunde. Aber das sind alles noch ungelegte Eier. Bisher ist erstmal wichtig, hier weiter durchzukommen. So, ich glaube, hier hinten Rüstmeisterin Bonzali. Die müssen wir killen. Und ihren kleinen Kumpel. Ich glaube, wir können gleich volle Pulle. Auf den Hauptgegner gehen, der ganz schön Damage austeilt, stelle ich gerade fest. Jetzt muss ich gucken, dass mein lieber kleiner Cassius nicht sofort drauf geht. Und auch das sollte nicht mehr passieren, wenn man Beastmaster spielt, denn da kann das Pad jede Menge aushalten. So. Und er ist sofort von alleine wiedergekommen. Sehr schön. So, Götze der Bindung. Das erste Viech haben wir erledigt. Hier hinten kann ich noch eine Quest annehmen, so wie ich gesehen habe. Zwar hier, die machen wir natürlich auch. Denn alles, was hier an Quests zu erledigen ist, möchte ich nach Möglichkeit auch erledigen. Ich weiß nicht genau, was es alles zu tun gibt für den Pathfinder-Erfolg, aber natürlich gehört das Durchquesten und das Aufdecken der Karte dazu. Das ist absolut sicher. Wie viel Ruf man noch farmen muss bei irgendwelchen Fraktionen, das weiß ich noch nicht hundertprozentig, aber das werde ich alles noch rausfinden. Ich kann mich aber noch erinnern, als ich die Erfolge früher gemacht habe, da war das teilweise ganz schön nervig, dass man in diese ganzen Gebiete zurück musste, um alles nochmal durchzuquesten. Denn eigentlich hatte man ja gedacht, dass man das alles erledigt hat. Es hat natürlich auch Spaß gemacht. Aber wenn man eine Weile aus der Levelphase raus ist, dann hat man sich dran gewöhnt und dann setzt man andere Prioritäten. Und dann geht es wirklich darum, so schnell wie möglich das Equip zu verbessern, so schnell wie möglich Raids und Dungeons zu spielen und im Prinzip das zu machen, was man eben macht mit Level 120. So, die habe ich gekillt. Ich glaube, ich muss in das Gebiet... Hier hinten, das ist auf dem nächsten Ableger oder auf dem nächsten Pier da hinten. So, ich blende für euch natürlich wieder das Interface aus. Vielleicht ist aber auch das hier, ich muss mal gucken, der Schiffsjunge, das ist auch eine Quest. Genau, den muss ich auf jeden Fall killen. Der macht zum Glück nicht ganz so viel Damage auf mein Pet. Die Rüstmeisterin gerade eben, die hat ganz schön ausgeteilt. Vielleicht lag es aber auch am Ed. Vielleicht hätte ich vorher das Ed killen müssen. Und hier hat auch jeder einzelne Mob seinen eigenen Namen, wie ihr sehen könnt. Auch wenn sie im Prinzip gar keine große Bedeutung haben. So, Götze der Unsterblichkeit. Das ist das nächste. Ich glaube, der nächste Gegner ist hier oben. Ja.
Ja, ich glaube, ich muss definitiv die Ads zuerst killen. Auch dieser Questmob heißt Hulamon. Jeder Einzelne hat seinen eigenen Namen. Ich weiß nicht, ob das jetzt bisher immer so war, ob mir das jetzt das erste Mal auffällt. Auf jeden Fall ist es ganz schön liebevoll. So, dieser hier, der wird schon angegriffen. Das war aber nicht der Mob, den ich brauche. Ich glaube, der Mob, den ich brauche, der ist hier unten. Der ist es. Oder? So, hier müsste er eigentlich sein. Genau hier. Nee, das ist was zum Ausbuddeln. Alles klar. Mal schauen, wo muss ich hin? Ich muss hier zu diesem Pier. Hoffentlich rennen die jetzt alle an uns vorbei. Der Horde-Kollege hat hier alle... Ah, okay, das ist der nächste. Dann werde ich erstmal den kleinen... Das kleine Ed hier wegballern. So. Hier unten kommt nichts. So, Götze der Aufopferung, auch das haben wir erledigt. Und da hinten ist noch ein vergrabener Schatz, den wir ausbuddeln können. Was das ist. Ob das was bringt, auf die zu schießen? Glaube nicht, oder? Nee, das sind nur Zielübungsattrappen. So, und hier sollte ein vergrabener Schatz sein. Oh, da ist auch noch ein relativ dicker. So, den Schlüssel haben wir auch. Und vermutlich können wir jetzt mit diesem Schlüssel diese Truhe öffnen. Mal schauen, was da drin ist für uns. Benötigte Gegenstände, Captain Gulnakus Schlüssel. So, den haben wir gerade bekommen. Wir bekommen Captain Gulnakus Schatz. Und den haben wir. Da ist er. Sehr schön. Hier hinten ist noch ein Rare Mob. Vielleicht nehmen wir den noch mit, wenn wir gerade in der Nähe sind.
Genau, 129k. Das sollte machbar sein, Freunde. So. Und mein Pet geht wieder in Verstohlenheit. Das ist das leidige Problem, was ich leider nicht abstellen kann, was mich ein wenig nervt, denn ich möchte überhaupt nicht, dass er genau das macht. Genau das will ich nicht. Das Problem hatten wir im letzten Stream schon, dass man das leider überhaupt nicht im Griff hat, denn die ganze Zeit macht er sich unsichtbar und da bin ich überhaupt kein Fan davon. So. Weil es im Übrigen auch überhaupt nichts bringt. Das Einzige, was passiert ist, das Vieh schleicht die ganze Zeit. Aber das ist eigentlich jetzt deaktiviert. Und jetzt kommt der fette Respawn. Jetzt kann ich diesen Typen nochmal killen. So, alles klar, der Rare-Mob ist schon wieder down und jetzt können wir rüberschwimmen und die Quest abgeben. Auf unserem neu erworbenen Unterwasser-Mount, denn das Überwasser-Mount, das Angler-Mount, das wollte ich mir ja eigentlich organisieren vor dem Add-on, aber das habe ich leider nicht mehr hinbekommen. Das geht aber relativ schnell, habe ich gelesen. Man muss, glaube ich, nur warten, bis in den Instanzen wieder Pandaria-Wochen sind und dann kann man, glaube ich, das Angler-Mount für Münzen kaufen, die man in den Instanzen bekommt. So, die Götzen habe ich alle. Und wir haben den Besatzung. Wir bekommen einen 286er Umhang. Ich glaube, ich nehme aber diesen Schmuck. Dann muss ich nämlich nicht schon wieder alles ummoggen. Fahrt in Jajombas Boot raus zur Goldenen Insel. So, diese Quest nehme ich an. Wir können da hinten, hier, das ist die nächste. Alles klar, dann können wir im Prinzip jetzt mit dem Boot rüberfahren zu der kleinen Insel. Aber jetzt werde ich erstmal diesen Schmuck anlegen. 286, 272, alles klar, dann ersetzen wir das. Wir haben jetzt mittlerweile Gegenstandsstufe 283. Ich glaube, für heroische Instanzen braucht man 305 oder so, wenn ich das richtig gesehen habe. Und jetzt machen wir erstmal eine gemütliche Bootsfahrt. Mit lauter Fluch der Karibik mäßigen Skeletten. Die sehen fast aus wie die Mannschaft von Captain Barbossa. Das wisst ihr ja noch, im Mondlicht verwandeln die sich ja immer in Skelette. Und auch insgesamt, glaube ich, hat mich diese Insel ziemlich an Fluch der Karibik erinnert. Wir sind da, das ist die Goldene Insel. Sie ist wunderschön, nicht wahr? Ein richtiges Piratenparadies. Und ich glaube, hier hat man auch jede Menge Reminiszenzen an Fluch der Karibik. Sammelt 12 Teile von Semlans verfluchtem Schatz. Nächste Quest.
stellt die Götzen auf den Altar und versucht sie zu zerstören. Ich glaube, auf jeden Fall müssen wir den da umnieten. Ich glaube, hier können wir nichts machen auf diesem Goldhaufen. Aber schaut euch das doch mal an. Das ist doch richtig schön gemacht wieder. Das erinnert mich an die Höhle. Ich glaube, da gab es auch eine YouTube-Folge, die hieß "Eine Höhle voller Goldstücke". Das war noch zu Legion-Zeiten. Das ging schnell. Ich glaube, der droppt 2, dieser lebendige Schatz. Ja. Genau so ist es auch. Und auf diesem Goldhaufen, da kann man es richtig gut aushalten. Hier, den können wir auch noch aufsammeln. Ah. Jetzt sind wir winzig klein geworden. Wie lange geht denn das noch? So, die Quest haben wir abgeschlossen. Gleich mal abgeben. Unser Anteil an der Beute. Zemlans verfluchter Schatz. Wir bekommen 23 Gold. Und die nächste Quest ist in diese Richtung. Da müssen wir den Götzen auf dem Altar platzieren. Ja, ich glaube, dann werden wir uns hier oben weiter durchkämpfen. Dann können wir uns nämlich auch alles ansehen. 15 Sekunden sind wir noch in Miniaturausführung. Wie heißt denn dieser Zauber eigentlich? Fluch des Schrumpfens. Größe um 80% verringert. Bewegungsgeschwindigkeit um 50% verringert. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir werden uns hier mal kurz aufbauen für ein gemütliches Gruppenbild vor diesem Goldhaufen. Denn ihr wisst ja, ich suche immer nach der Möglichkeit, ein cooles Titelbild für die Folge zu machen. Ich glaube, das ist ganz okay. Dann blende ich meine Birne noch ein und lächle noch nett in die Kamera. So, Freunde, vielleicht nehme ich das als Titelbild, damit ich nicht immer meine Visage in groß abbilden muss. Und über die Titelbilder muss ich mir sowieso mal Gedanken machen, denn die habe ich mir irgendwann mal so ausgedacht. Aber ich glaube, es wird Zeit, sie ein wenig weiterzuentwickeln. So, wo ist der Altar? Hier muss irgendwo der Altar sein. In diese Richtung. Genau in diese Richtung. Wahrscheinlich hier. So, der ist schnell umgekippt, der Kollege. Ich weiß nicht, ob das der Altar ist. Nee. Ah, hier unten ist der Altar.
So, Götzen auf dem Altar platziert. Mal gucken, ob ich ihn hier habe. Eine Sache muss ich auf jeden Fall noch machen. Ah, ich muss den einfach nur anklicken. Wollt ihr was? Ich bedauere das jeden einzelnen Tag, aber genug von der Vergangenheit, die Zeit der Freiheit ist gekommen. Läutet Semlans Gong und tötet Piratenkönig Semlan. Hoffe, wir haben unsere Verbündeten weise gewählt. So, und jetzt kommt hier, glaube ich, schon die... Diese Szenerie habe ich gar nicht gesehen hier. Jetzt kommt, glaube ich, hier schon die letzte Quest auf dieser kleinen und feinen Pirateninsel voller Goldstücke. Wir müssen, glaube ich, den Gong hier läuten. Und wir müssen Piratenkönig Semlan killen. Und weil hier schon andere Spieler dabei waren, konnten wir das auch relativ schnell erledigen. So, ich blende mal das Interface aus. Ich glaube, wir sind hier fertig in diesem Gebiet. Ja, das sieht ganz so aus. Wir können die Quest abgeben. Und dann war es das schon mit dieser kleinen Pirateninsel. Und wir können uns hier wieder verziehen. Und ich glaube, das ist auch genau der richtige Moment. Diese Folge geht jetzt 32 Minuten. Wir können hier im Prinzip auch fertig machen. Jetzt gucke ich mal kurz, was wir nehmen. Eine fette blaue Hose. Ich habe im Moment eine grüne Hose und ich habe eine... Genau, ich glaube, ich nehme diese Hose. Diese Hose ist cool. Fahrt mit Jamboyas Boot zur Küste und führt die Piraten zum letzten Lager. So, Freunde, und bevor wir das machen, werde ich erstmal an dieser Stelle ausloggen und die Folge beenden. Und genau an dieser Stelle geht's gleich weiter. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Wir sehen uns heute Abend im Stream. Und jetzt mache ich erst nochmal eine YouTube-Folge und dann werden wir diese Piratengeschichte weitererzählen. Aber auch das hier ist eigentlich ein verdammt cooles Endbild. Vielleicht nehme ich auch das als Endbild, Freunde, und oder als... Folgenbild und deswegen habe ich hier nochmal meine Birne in klein eingeblendet. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im Stream oder hier auf YouTube. Bis dann. Tschüss. Beginnings, what keeps the planet spinning?